Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Sio Schrassaf und ich bin niedergelassener Zahnarzt in Frankfurt am Main. Vielleicht habt ihr das ja schon mitbekommen auf meinem YouTube-Kanal. Spreche natürlich als Zahnarzt über zahnmedizinische Themen. Ich kläre euch über Sachen auf, die euch interessieren, sei es Bietschenprodukte, sei es Vinier, sei es Implantate. Aber in den letzten zwei Wochen, doch wir sind von dieser Linie mal ein bisschen abgewichen und hatten in den letzten Videos mal jeweils fünf Fragen, die ihr an Zahnärzte gestellt habt oder jetzt in dem Fall an mich gestellt habt, habe ich aufgegriffen und versuche sie euch schnell und prägnant zu beantworten. Und bevor wir jetzt mit der letzten Reihe des Formates loslegen können, würde ich dich bitten, meinen Kanal zu abonnieren, falls du dies bis dato noch nicht getan haben solltest. So, legen wir los mit der ersten Frage. Was hast du oder magst du nicht an deinem Beruf? Also was ich wirklich hasse und auch wirklich nicht mag, sind unverschämte Menschen. Ich kenne Praxen, da kannst du das Telefon 30 Mal klingeln lassen, da geht vielleicht keiner dran. Also nicht jetzt Zahnarztpraxen, egal. Ja, ich kenne, das ärgert mich jedes Mal. Oder die Mitarbeiter sind unverschämt. Meine Mitarbeiter bin ich echt so dankbar. Die sind, gehen spätestens nach dem zweiten Klingeln ans Telefon, versuchen wirklich alles zu machen, damit es euch als Patienten in meiner Praxis gut geht. Also der Servicegedanke wird bei uns in der Praxis sehr hochgeschrieben oder sehr groß geschrieben. Und was ich dann nicht mag, ist, wenn Leute das nicht anerkennen, wenn, oder das nicht wertschätzen, besser gesagt, die Arbeitsleistung meiner Mitarbeiter. Und ich mag es auch nicht, wenn man denkt, dass wir quasi so wie Aldi oder wie Lidl morgens von 8 bis 8 einfach aufhaben und man kann kommen, wenn man möchte und Termine, die man hat, die zählen ja gar nicht. Ja, ich finde, das ist eine Respektlosigkeit meinen Mitarbeitern und mir gegenüber. Wenn man einen Termin hat, dann muss man den auch einhalten. Kann man nicht, was immer mal vorkommen kann, dann einfach mal kurz anrufen oder kurz eine E-Mail schreiben, ist doch kein Thema. Aber mehr hasse ich eigentlich nicht. Kommen wir zur zweiten Frage. Was magst du, klar, oder was liebst du am meisten an deinem Beruf? Ah, was ich total toll finde an meinem Beruf ist, die Kombination aus, der ist so vielfältig. Ja? Ich kann ästhetisch arbeiten, ich kann Schmerzstellen nehmen, ich kann chirurgisch arbeiten, es ist so toll, wenn man zum Beispiel einem Menschen, der so viel Angst hat, ja, oder schlechte Erfahrungen gemacht hat, mit Offenheit, Ehrlichkeit entgegnet und man merkt, dass dieser Mensch, der zuerst so verschlossen ist, immer offener wird und sich entspannt und danach sagt, boah, es war gar nicht so schlimm oder vielen Dank. Und nach einem tollen Smile-Makeover und wir Veneers oder wieder neue Zähne herstellen und die sich in den Spiegel anschauen und wirklich weinen vor Freude und einen umarmen wollen oder auch umarmen, das sind tolle Momente und für die Momente, für die lebe und arbeite ich. Natürlich mit meinem Team. Dritte Frage. Wie siehst du die Zahnarztbranche? Was denkst du über deine Kollegen? Also ich habe noch ungefähr eine Handvoll von Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich regen Austausch pflege aus meiner Uni-Zeit. Die schätze ich und mag ich auch sehr. Und darüber hinaus kenne ich deutschlandweit schon einige Zahnärzte. Viele von denen schätze ich sehr, fachlich und menschlich auch. Und da gibt es aber auch viele, wo ich einfach sage, ja, man grüßt sich und das war's. Aber das ist, glaube ich, in jedem Bereich so. Die Zahnarztbranche wird sich wahrscheinlich so entwickeln, dass es immer mehr große Praxen gibt, also auch Zentren, wo viele Zahnärzte beschäftigt sind. Und die kleineren Praxen wird es vielleicht in 10 oder 20 Jahren gar nicht mehr geben, das weiß ich nicht. Aber ich denke, der Patient wird immer wertschätzen, wenn sich eine Praxis gut um seine Patienten kümmert. Dabei ist es egal, ob es eine kleine oder große Praxis ist. So, kommen wir nur zur vierten Frage. Hast du vor, weiter zu expandieren, mehrere Praxen eröffnen? Also in der Tat hatte ich das in der Tat mal vorgehabt, aber aktuell habe ich den Grundgedanken beiseite gelegt, weil ich was anderes vorhabe, aber das ist noch nicht spruchreif. So, kommen wir zur fünften und letzten Frage. Was hältst du von Veneers? Was soll ich von Veneers halten? Veneers ist eine Versorgungsart, die es gibt bei uns Zahnärzten. Falls du nicht weißt, was Veneers sind, verlinke ich dir gerne nochmal das Video, was ich dazu produziert habe. Veneers sind eine tolle Sache. Wenn jemand mit seinem Lächeln nicht zufrieden ist, dann kann man mit Veneers das Lächeln echt wieder picobello herstellen. Natürlich sind hochwertige Veneers auch kostenintensiv. Bitte vergesst billige Alternativen, die ihr im Internet findet und sonst was. Es ist das Geld nicht wert. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen.
Ja, also wie gesagt, Veneers, tolle Sache, langlebige Sache. Und schaut euch gerne das Ergebnis an in meinem Video, da werdet ihr euch sehen, da werdet ihr sehen, was man alles aus Zähnen machen kann. So, das war's mit den letzten 5 Fragen von dem Format. Vielleicht liefert ihr mir noch weitere Fragen, die ich beantworten kann. Seid auch bitte so lieb und schau auch auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Da gibt es jeden Tag Infos rund um Zähne, sei es in Reels verpackt, sei es in Stories verpackt, sei es als ganz normalen Feedpost oder auch den Praxisalltag versuche ich euch zu darzulegen. Donnerstags gibt es das Frag Dr. Rasser-Format. Da beantworte ich Fragen, die ihr mir stellt rund um die Zahnmedizin. Aber auch da beantworte ich persönliche Fragen, falls ihr welche habt. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sage bis bald, euer Siusz Rassaf.